Hi Tamer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Digimon Story. In der letzten Episode waren wir inmitten unserer Ermittlungen zu einem riesigen Vermisstenfall. Jetzt müssen wir nach Eden und ein ganz bestimmtes Forum besuchen. Und da haben wir es auch gleich, das Komimani Forum. Das ist das Forum Comic Mania oder kurz Komimani genannt. Erkundigen wir uns nach den vermissten Personen. Ja, hören wir mal rein. Der neue Manga von Suzuya ist der Hammer. So viele überraschende Wendungen. Was? Vermisste? Kein Schimmer. Vermisste? Vielleicht verstecken sie sich nur auf der Flucht vor ihren Abgabefristen. Das kann ich nachvollziehen, wirklich. Werden Mitglieder aus dem Forum vermisst? Das ist etwas überspitzt formuliert. Wahrscheinlich wurde ihnen nur langweilig und sie loggen sich nicht mehr ein. Schließlich habe ich hier das Sagen. Ein alter Typ. Es wurde ihnen bestimmt langweilig. Ich bin ja so langweilig und furchtbar. Wenn man immer mit einem Typen wie mir rumhängt, ja, und ständig dabei eingeredet bekommt, wie langweilig und furchtbar dieser Typ ist, dann glaubt man das auch irgendwann. Vermisste? Leider keine Ahnung. Aber es stimmt. Ein paar Stammkunden habe ich schon länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie sich zu Hause verkrochen und sind am Schreiben. Oder sie machen jetzt was anderes. Also ist das so eine Art Autoren- beziehungsweise Zeichnerforum? Wie, du bist Detektiv und befasst dich mit den Vermissten von Akiba? Vielleicht sollten wir darüber nicht ganz so laut reden. Ich denke, ich habe eine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Sei jetzt leise. Ich habe doch gesagt, nicht so laut. Wir sind erledigt, wenn der Verbrecher uns hört. Ja, nicht wahr? Als ob ich wüsste, was der Verbrecher denkt. Vielleicht bist ja auch du der Verbrecher. Zumindest war es jemand, der dieses Forum besucht hat. Und es ist zu riskant, hier zu reden. Können wir in der echten Welt reden? Komm in den Second-Hand-Buchladen in Nakano. Gut, ich warte dort auf dich. Sie ist weg. Ich gehe zum Second-Hand-Buchladen, wenn ich fertig bin. Vermisste in Akihabara? Nein, keine Ahnung. Damit habe ich nichts zu tun. Viel wichtiger ist, was hältst du von Fortsetzungen von Serien, die abgeschlossen waren? Das ist doch ziemlich albern, oder? Ich meine, es war fertig. Niemand wollte noch mehr davon. Warum also? Ich kann nicht glauben, dass Leute sowas gutheißen. Wer den Autoren so Honig ums Maul schmiert, ist kein echter Fan. Wenn du der Meinung bist. Ich glaube, ich habe genug Informationen. Ich sollte mich jetzt aufmachen zum Buchla. Wie? Jo, こんなところで何して。 Hey, was machst du hier? Was machst du hier? Was, Klee? Was zum Henker machst du denn hier? Ja, aber was machst du hier? Mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ach, du gehst einem Fall nach, wie? Hm.
Was denn für ein Fall? Worum geht es? Hey, was soll denn die kalte Schulter plötzlich? Ich dachte, wir sind Freunde. Na los, erzähl. Also eigentlich bist du uns ja doch bedeutend zu neugierig. Vermisste von Akiba? Ja, ich habe gehört, dass einige Leute aus einem Forum verschwunden sind. Und eins der Mitglieder ist der Täter? Klingt cool. Ich helfe dir. Ich habe gerade Zeit. Gehen wir also nach Nakano. Wir treffen unsere Quelle dort, ja? Ob ich etwas Bestimmtes vorhatte? Nicht wirklich, gar nicht. Bin nur gerade vorbeigekommen. Beschäftigt dich etwas? Zum Beispiel, was das Komimani Forum ist? Ob es eine versteckte Bedeutung hat? Koda mit Mani oder so? Ich gehe schon mal. Lass mich nicht warten, ja? Ja, der gute Arata. Manchmal ein bisschen komisch. Vor allem ist er immer da, wo man gerade am wenigsten mit ihm rechnet. Ja, aber das war eigentlich eine ziemlich gute Frage. Was haltet ihr davon, wenn Serien oder Comics oder Bücher eine Fortsetzung bekommen, obwohl das Ende abgeschlossen ist und wir so gesehen kein offenes Ende haben? Ich meine, mich stört es nicht wirklich, wenn die Fortsetzung auch dementsprechend ihre, ja, oder so, ja, Erwartungen erfüllt. Die Erwartungen, die ich jetzt in eine Fortsetzung legen würde, dann ist es mir eigentlich einerlei. Hey, Detektiv hier drüben, ich habe auch einen Namen. Wie lange wolltest du mich eigentlich noch warten lassen? Ich krieg schon graue Haare. Ach ja, sieht nicht so danach aus. Willst du mal meine sehen? Wie, hä? Du hast gar nicht vor, dich zu beschweren? Bist du vielleicht so jemand, zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus? Na, sei nächstes Mal jedenfalls vorsichtig. Also wegen der anderen Sache. Ich glaube nicht, dass der Verbrecher zu Komimani gehört. Das ist ein Forum für Manga-Fans, ja? Manga-Zeichner treiben sich auch ein paar darum. Vor einer Weile hat jemand ein neues Manga ins Forum hochgeladen. Das war echt gut, so von den Zeichnungen und Rahmenbrüchen her. Die Handlung und Charaktere kamen mir irgendwie bekannt vor. War jetzt nicht direkt abgeschrieben oder so. Aber es hat irgendwo geklingelt bei mir. Dann waren da aber diese Idioten.
Idioten, die in den Kommentaren zum Comic einen Haufen Müll gelabert haben. Du weißt bestimmt, was als nächstes kommt. Die sind als Erste verschwunden. Aber man muss kein Mitglied sein, um zu kommentieren. Also sind auch Leute verschwunden, die nicht zum Forum gehören. Ich wette, dass die Leute verschwunden sind, die miese Kommentare geschrieben haben. Manga hochladen können allerdings nur offizielle Mitglieder der Seite. Soweit ich sehe, muss der Schuldige also... Naja, hab keine Beweise oder so. Und das Manga samt Kommentaren wurde schon lange gelöscht. Jetzt kann man den Täter nicht mehr identifizieren. Aber ich war dir trotzdem eine Hilfe, oder? Ganz ehrlich gesagt will ich keinen Ärger. Die Atmosphäre im Forum ist schon irgendwie anders, seit Leute verschwinden. Komisch. Ich weiß. Ist ja nur Cyberspace. Aber mal ehrlich, manchmal kriege ich eine richtige Gänsehaut. Als ob jemand mich anstarrt. Kennst du das? Ganz furchtbar. Und da will bestimmt keiner darüber reden. Uff. Mir wird beim Reden schon ganz kalt. Ich war eine Weile nicht mehr in Eden. Na dann, viel Glück, ja? Hals- und Beinbruch. Wie? Oha, was ist denn in dich gefahren? Erst hörst du mir ganz bierernst zu und so? Und jetzt reißt du Witze? Mensch, was hast du für Probleme? Wir unterhalten uns ernsthaft und plötzlich blödelst du rum. Was für ein Gaffe. Ist in Tokio wohl so üblich. Die Daten wurden also alle gelöscht. Und du kannst sie wiederherstellen. Zumindest würde ein Noob das glauben. Überlass das nur mir. So heißen, kann ich den PC in eurem Büro benutzen? Ne, kamen wir von hier runter? Ja. War ja was. Noch ein Stockwerk? Oh, choito matte kure. Yotta. Ja, nur einen Moment noch. Atta, atta. Rei no saito no dougu da. Kore de sakujo sareta tsu data o oeru zo. Haha. Da haben wir es, das Protokoll der Seite. Jetzt können wir die gelöschten Daten finden. Auch wenn Nutzer meinen, Daten gelöscht zu haben, bestehen sie noch auf dem Server. Sie sind verschlüsselt und in einem geschützten Bereich gespeichert, aber... Wenn ich in die normalen Server von Eden komme, dann dürfte das hier ein Kinderspiel sein. Oh, das ist wirklich schlau. Ach, ist doch nicht der Rede wert. So, wollt ihr jetzt also die fraglichen Daten suchen? Wenn wir die Kommentare wiederherstellen, sollten wir sie finden. Was sind das denn für Daten? Wenn das die richtigen sind, dann wurden sie von einem ganz besonderen Programm erstellt.
デジモンプログラムか？そや、ちゃんと解析したことなかったぜ。Ist das etwa, ist das ein Digimon-Programm? Ich konnte noch nie eins ordentlich analysieren. Verstehe. Die Struktur ist ähnlich, aber wenn, dann wurde es stark modifiziert. Etwas hat darauf Einfluss genommen, das sich nicht mit Nullen und Einsen beschreiben lässt. Oder vielleicht ist es genau das. Womöglich war auch ein Verschlinger am Werk. Ha, das ist alles ziemlich cool. Wenn ich noch mehr solche Sachen finde, hätte ich vielleicht auch das Zeug zum Cyberdetektiv. Aber hier herumhängen bringt nichts. Gehen wir mal nachsehen, Klee. Es überrascht nicht, dass diese seltsamen Daten nach ihrer Löschung auch nach Kovlon geschickt wurden. So können wir sie direkt überprüfen. Wenn es ein mieses Programm wie ein Verschlinger ist, können wir es mit unseren Digimon bekämpfen. Schmieden wir das Eisen, solange es heiß ist. Treffen wir uns im Galacta-Park in Kovlon. Na, da hast du aber einen begabten Partner. Wenn er dein Hilfsdetektiv ist, dann ist er mein Hilfsdetektiv. Nun denn, Helferlein, teile mal die Begeisterung deines Helferleins. Es gibt ein altes Sprichwort, den Tüchtigen ist das Glück hold. Dass du dieses Verhältnis zu ihm aufgebaut hast, zeugt von Glück. Und davon, dass du tüchtig bist. Denk immer daran, sonst bereust du es irgendwann. Gerade dabei sind. Wir besuchen mal eben Mirei. Denn wir haben immer noch Gilmon bei uns im Team. Der ist bereits Level 30 und könnte jetzt digitieren. Hier nochmal die Schatten, in die er alles digitieren könnte. Prinzipiell, weil für die letzte Digitationslinie bräuchten wir Menschfeuergeist und das ist bei uns noch leider nicht im Besitz. Ihr dürft weiterhin abstimmen, ob wir auf Menschfeuergeist warten oder ihn vielleicht doch in einer der anderen Linien digitieren lassen. Und gleichzeitig ist mir heute eingefallen, dass wir ja noch ein bisschen speicherfrei haben. Solange wir uns noch nicht sicher sind, was aus Gilmon wird, bleibt er erstmal auf der Bank. Thank you.
Okay, das andere ist tatsächlich besser. Auch wenn es nur ein Verteidigungswertpunkt ist. Ist noch eine Etage höher. Oh. Wird gefühlt auch nicht besser mit mir. Okay, wen haben wir denn da? Warst du schon immer hier? Ich habe gehört, dass einige von Sechsen aufgehört haben. Angeblich haben sie eine eigene Gruppe gegründet, die Demons oder so ähnlich. So viel zum Zusammenhalt bei Sechsen. Alle drehen durch. Bald wird abgerechnet. Mal gucken, ob die sich irgendwann in die Köpfe bekommen. Oh, der Detektiv ist nicht mehr hier. Ich hatte gehofft, dass Klee mit mir zur Polizei geht. Ich will keinen Ärger. Aber dabei kann ich es nicht einfach belassen. Ich bin das liebste Mädel in ganz Japan. Ob der Detektiv wohl noch hier irgendwo ist? Ach, du bist's. Mensch, ganz schön lange ist's her. Hab mich gefragt, wie es dir geht. Nichts gehört. Hab mir solche Sorgen gemacht. Mich gefragt, ob du verschwunden bist. Hey, was ist denn los? Du machst mir Angst. Wie? Nach Akihabara? Jetzt? Klar, warum nicht? Sollen wir dann losmachen? Könnte fürs Blondchen doch ziemlich gefährlich werden. So, bist du bereit? Immer, immer. Die Daten, die wir brauchen, sollten irgendwo in der ersten Ebene von Kovlon sein. Lass uns suchen. Gott, wir strahlen wie der reinste Sonnenschein. Es könnte sich um ein fieses Programm handeln. Sei vorsichtig, ja? Yes, Sir. Was ist denn mit dir los? Du hast ja richtig Spaß. Aber der Gesichtsausdruck macht mir Angst. Mir auch. Wie? Pff. Manchmal verstehe ich kein Wort von dir. Ja, Senpai ist auch ein bisschen... Zumindest wirft Kyoko ziemlich viel mit Redewendungen und Wortspielen umher. Gucken wir mal hier. Aber es wäre auch zu einfach. Ja, es wäre zu einfach gewesen. Ebene 1 ist ja nicht so groß. Okay, Gatoman hat Leben am Limit. Ah, ich erinnere mich. Ja, ja, da war ja was. Ups. Ja, Gatomon hatte ja noch in der letzten Folge, war das? Eins auf die Rübe bekommen.
Kick mal eine an, da sind sie ja doch. Und sie gehören uns. Das müssen sie sein. Na gut, dann schaue ich mal, was ich tun kann. Überhaupt nicht geschützt. Aber hier sind kaum Daten. Moment, was ist das? Da ist dieses komische Feedback. Führt dieser Link irgendwo hin? Pass auf, Klee. Am anderen Ende dieses Links bin ich auf etwas Seltsames gestoßen. Und es kommt her. Okay, es bewegt sich. Muss schon so ein bisschen beängstigend sein, wenn man eine Information hat, die sich auf einen zubewegt. Pandora-Dialog. Hä? Nicht hinschauen. Was? Ich will aber gucken. Nicht hinschauen. Ich will aber gucken. Nicht hinschauen, nicht hinschauen, nicht. Ich will aber gucken. Hey, lass sie nicht entkommen. Wo hab ihn? Das war aber verflixt knapp. Hab doch gesagt, überlass das mir. Ich bin wie ein Spürhund dran geblieben. Sieht aus, als wäre er losgerannt Richtung Akihabara. Es gibt da ein Internetcafé namens Arahabaki in einer dunklen Hintergasse. Hat schon seit einer ganzen Weile geschlossen. Oder auch nicht. Ich kenne mich da aus. Darunter befindet sich ein Second-Hand-Buchladen. Volltreffer. Bingo. Vielleicht haben die Täter im Fall der Vermissten dort ihr Versteck. Wie die Polizei rufen? Willst du Versteckung von dieser Tante, die sich als Polizistin verkleidet und die komplett durchdreht? Also da verzichte ich dankend. Wenn wir die rufen, schreien wir geradezu nach Ärger. Warte erstmal, bis wir alles herausgefunden haben. Wir sollten jedenfalls nichts wie hin. Wenn er nochmal entkommt, haben wir ein Problem. Versprichst du mir, dass du niemanden anrufst? Auch nicht diesen alten Knacker Matayoshi oder sonst wen? Ich warte in Akihabara, also beeil dich. Und warte du auch auf mich. Das lösen wir zusammen. Kann ich mich auf dich verlassen? Aber sowas von Teamwork hier. Ja, wir könnten uns da oben ausloggen. Ach. Können wir uns da oben ausloggen? Ne, ist immer noch defekt, okay. Morgen weiß ich es nicht mehr. Dann werde ich genau dasselbe fragen. Also zurück. Mina,
Heiliges Licht von Gatomon verbraucht so viel SP. Aber tut so übelst weh. Ich finde ja den Galacta Park immer noch so genial. Vom Map-Design her. So richtig spooky, so willkommen in Kovlon. Okay. Wo ist er denn? Ach, da hinten ganz. Gut, dass du diese Polizistin nicht gerufen hast. Ansonsten könnte ich nämlich nicht weiter mit dir arbeiten. Unsere Kooperation wäre also beendet. Ist ja okay. Hey, da hinten. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Was ist das? Was? Das ist das gleiche Phänomen wie in der U-Bahn von Shinjuku. Heißt das, dass hier ein Verschlinger unterwegs ist? Ja, vermutlich. Los, beeilen wir. Los, bleiben wir in Bewegung. Und beeilen uns. Was meinst du mit vom Regen in die Traufe? Das stimmt, mit dir kommt keine Langeweile auf. Wie es jedoch weitergeht, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Follow da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss.